Mein Buch heißt Die Schreibfitnessmappe. 60 Checklisten, Beispiele und Übungen für alle, die beruflich schreiben. Das ist ein richtiges Arbeitsbuch, das sieht man auch schon an dem Format. Sie haben ganz viele Abbildungen drin, Beispiele, Übungen und Schaubilder. Und es gibt im ersten Teil 10 Checklisten. Da können Sie prüfen, welcher Schreibtyp Sie sind. Dann gibt es 15 typische Problemfälle und Lösungen, wo es typischerweise, also bei mir auch mit meinen Schreibcoaching-Klienten in der Praxis, wo es da hakt und was ihnen hilft. Und im dritten Teil gibt es 35 Übungen, ja, die sind zum Trainieren. Also das sind sozusagen meine Best-of-Übungen aus meinem Werkzeugkoffer oder aus dem Methodenrepertoire, was ich mit Seminarteilnehmern und in der Einzelberatung sehr erfolgreich eben anwende. Und die Übungen sind da für Schreiben im Fluss und für hervorragende Texte. Und das andere Buch zeige ich Ihnen auch nochmal. Das ist der Vorgänger, das ist vor 2 Jahre davor erschienen, heißt Wer reden kann, macht Eindruck. Wer schreiben kann, macht Karriere. Und das ist auch ein Schreibfitnessprogramm für mehr Erfolg im Job. Also es geht auch um berufliches und wissenschaftliches Schreiben. Und die beiden Bücher ergänzen sich gut. Die Schreibfitnessmappe, eben das neue Buch, hat ein Doppelseitenkonzept. Es gibt kompakte und handliche Leseeinheiten, die sind immer einfach auf 2 Seiten verteilt und dann kommt wieder ein neues Thema. Und der Hintergrund dafür ist, dass Sie dadurch selbstständig verlinken können. Also Sie können von einem Thema zum nächsten springen und sich Ihren eigenen Lernweg selbst suchen. Beispiel, Sie nehmen sich eine Checkliste vor aus dem ersten Teil und finden heraus, was für ein Schreibtyp Sie sind. Dann bekommen Sie Empfehlungen, welche Fallbeispiele da gut zu passen und welche Übungen. Und so können Sie durch das ganze Buch bringen und müssen nicht von der ersten bis zur letzten Seite durchlesen. Wie Sie das machen, in welcher Reihenfolge, was Ihnen überhaupt wichtig ist, das entscheiden Sie ganz allein.